Ich darf heute ganz herzlich begrüßen Frau Dr. Antje Krause-Wahl aus Frankfurt. Ja, Sie sind, glaube ich, am Institut der Goethe-Universität in Frankfurt am Main, nicht an der Oder. Und ich freue mich sehr, dass wir heute ein Gespräch führen können. Es soll, glaube ich, primär gehen um Medien wie Kunstzeitschriften, auch Print oder auch online. Das ist so eines Ihrer Spezialgebiete. Frau Antje Krause-Wahl hat zunächst Kunsterziehung, Kunstgeschichte und Literaturwissenschaft studiert in Kiel, auch in Wien waren Sie mal, gell, zum Studium, und in Leipzig. Dann gab es eine längere Phase der Tätigkeit an der Kunsthochschule Mainz als wissenschaftliche Mitarbeiterin, dann auch als, am Lehrstuhl dort als Vertretungsprofessorin für Kunsttheorie, ebenfalls an der Kunsthochschule Mainz. Das ging so bis 2013, glaube ich, und seither haben Sie so eine eigene Stelle dort an der Goethe-Universität in Frankfurt zur Forschung an, oder Arbeit an Ihrem Buchprojekt über die Relation von Kunst und Mode in Künstler- und Modezeitschriften des 20. Jahrhunderts. Wie weit ist das gediehen oder das wird das noch eine Weile Arbeit geben? Ich muss in diesem Jahr werden. Okay. Sie haben aber auch kuratiert, Ausstellungen kuratiert. Ich habe gesehen im Frankfurter Kunstverein, ja, in Ulm und auch an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Und publizieren eben jetzt gerade wieder einmal. Zum Beispiel ist auch eines Ihrer Themen, Ihrer Hauptthemen, die Frage der Künstleridentität in Relation zu zeitgenössischen Arbeitsformen. Eigentlich auch ein Thema, das uns hier interessieren könnte. Dann geht es immer wieder um Visualität und Materialien von Magazinen, um wieder die Frage der Künstleridentität und Theorie im künstlerischen Schaffen, um Medientheorie und auch um Wechselwirkungen zwischen digitaler Kultur und zeitgenössischer Kunst, was ja heute kaum noch oder immer wieder nicht zu trennen ist. Und da sind wir eigentlich, glaube ich, schon in einem dieser Hauptthemen des heutigen Gespräches, wo Sie uns etwas erzählen möchten oder können über Zeitschriften, Kunstzeitschriften in der digitalen Kultur. Und Sie haben ja eine kleine Lecture vorbereitet mit Bildern. Und nachher können wir dann noch frei darüber sprechen. Aber vielleicht möchten Sie gleich anfangen damit oder noch etwas vorab erwähnen zu Ihrer... Ich würde nur sagen, dass ich mich auch sehr freue, heute sprechen zu können, auch wenn das nicht sozusagen das erste Mal ist, jetzt einen Vortrag über Skype zu haben. Ich bin noch ein bisschen irritiert, wo ich hinschaue, so auf den kleinen Knopf oder auf Sie. Aha. So, aber ja, deswegen also herzlichen Dank für die Einladung. Ja. Es ist sehr, Ihnen einige Überlegungen zu den Veränderungen der Magazinkultur in der digitalen Gegenwart zu präsentieren. Ich freue mich auch, wenn wir im Anschluss dann intensiv diskutieren. Ja. Gerne auch mit Publikum. Es sind jetzt einige Leute hier real live anwesend und andere schalten sich dann vielleicht noch ein online. Ich sehe das momentan nicht, aber meistens sind online Visitors sozusagen dabei. Auch Ihnen herzliche Grüße im virtuellen Raum. Ja, gerne. Magazine sind eine zentrale Institution der Gegenwart. Mit den in ihnen abgedruckten Bildern machen die Herausgeber sichtbar und diskursivieren diese in kritischen Texten. Bilder und Texte werden in einem Layout arrangiert und die Seiten von einem attraktiven Cover gefasst. Bereits im 18. Jahrhundert wurden Periodika, die einen heterogenen Inhalt aus naturwissenschaftlichen Erkenntnissen oder literarischen Texten beinhalteten, als Magazine bezeichnet. Anstelle der Betonung des Erscheinungsverlaufs etablierte sich damit ein Raumbegriff. Denn Magazin stammt aus dem Arabischen, dort bedeutet Machzahn so etwas wie Schatzkammer oder auch Speicher. Die Inhalte von Kunstmagazinen werden von ihren Herausgebern zusammengestellt, wie das nächste Bild jetzt. Ein Bild, bitte. Ja. Genau, Bild.
Die gestalterisch ambitionierten Magazine ordnen Kunstwerke und Ausstellungsansichten an und wählen Ausschnitte so, dass dem Betrachter buchstäblich ein Raum eröffnet wird, in den er sich lesend vertieft. Das sehen Sie im Hintergrund sozusagen. Aktuell gibt es nahezu kein Magazin, das sich nicht auch digital im Internet präsentiert und hierbei die verschiedensten Features des Web 2.0 nutzt. Die Gestaltung der Website allerdings ist durch die technischen Eigenschaften des mobilen Endgeräts bestimmt. Die portionierten Informationen, die potenziell endlos auf den jeweiligen Websites angeordnet sind und sich verlinken lassen, sprechen weniger den Leser als vielmehr den Nutzer an. Für den Kontext der Ausstellung, zu der ich jetzt zugeschaltet bin, sind meines Erachtens Kunstzeitschriften aus dem Grund von besonderem Interesse, da die Idee des Magazins als variable Sammlung mit der Entstehung der öffentlichen Kunstausstellung einherging. Ich betrachte im Folgenden also Magazine als Räume, in denen Kunstwerke ausgestellt werden und analysiere die Strategien gegenwärtiger digitaler Magazinproduktion und Rezeption. Und das geschieht eben in der Annahme, dass die Analyse dieser Speicherräume Rückschlüsse auf die zeitgenössische Ausstellungspraxis zulässt. Und darüber würde ich gerne am Ende dann diskutieren auch. Ja, wunderbar. In den aktuellen Diskussionen um die Auswirkungen der Digitalität steht vor allem der Einsatz von und der Umgang mit den digitalen Reproduktionen von Kunstwerken im Mittelpunkt. Das nächste Bild. Das digitale Magazin Contemporary Art Daily hat hier eine Pionierfunktion übernommen. Und ich habe gelesen, dass ja auch der Gründer Forrest Nash einen Vortrag im Kontext der Ausstellung halten wird. In Contemporary Art Daily werden hochauflösende Bilder von aktuellen Ausstellungen eingestellt. In Contemporary Art Daily. Da die von Galerien und Museen zur Verfügung gestellten Bilder von Contemporary Art Daily ausgewählt werden und vor einem weißen Hintergrund quasi minimalistisch in regelmäßigen Rastern angeordnet sind, hat der Kunstkritiker Michael Sanchez die Seiten als neue digitale Form des White Cubes bezeichnet. Ein White Cube, mit dem die Nutzer allerdings arbeiten können. Auf dem Tumblr-Blog von Contemporary Art Daily kann man nachvollziehen, wie die Einträge mit Kommentaren versehen. Das nächste Bild. Reblockt und in die Webseiten ihrer jeweiligen Nutzer eingebunden werden. Also hier sehen Sie ein Beispiel. Also ich kann es nicht so gut erkennen, aber Sie im Publikum wahrscheinlich schon, wie halt ein Bild von einem Künstler aus Contemporary Art Daily quasi auf diese privaten Webseiten in die verschiedensten Kontexte quasi eingebunden wird. Mhm. Im Hinblick auf diese neue Ökonomie der Bilder im Internet hat der Kunsthistoriker David Joselit dargelegt, wie unter den Bedingungen der permanenten Zirkulation Bilder immer und überall zur gleichen Zeit sein können. Joselit spricht von der Macht der Bilder, die eine Art Eigenleben entwickeln, da sie sich unendlich wiederholen und an unterschiedlichen Orten zugleich zeigen. Auch sind sie mehr an die individuelle Praxis eines einzelnen Künstlers gebunden. Dadurch werde die ordnende Macht der Institutionen, zu denen eben auch Kunstzeitschriften zählen, zurückgenommen. Die Konsequenz aus dieser Freistellung der Bilder aus den physikalischen Räumen wird allerdings sehr kontrovers diskutiert. Denn einerseits werden nun neue Aufmerksamkeiten durch Schwarmbildung hergestellt, indem man durch Likes bestimmte Bilder in den Fokus rückt und dementsprechende Aufmerksamkeit auch auf dem Kunstmarkt erlangt. Andererseits beinhaltet die neue Verfügbarkeit von Bildern ein Versprechen. Bilder können von den Nutzern zusammengestellt werden, die ihr eigenes imaginäres Museum erstellen, so wie Sie das im Hintergrund sehen. Mhm. Für die Bestimmung des aktuellen Status von Kunst und den neuen Umgang mit Kunst scheint mir allerdings entscheidend, dass auch die Rahmungen der Abbildung betrachtet werden müssen. Und mit Rahmung meine ich die heterogenen Texte, ich sage das jetzt mal in Anführungsstrichen, von denen die Abbildung von Kunst im Internet umgeben sind.
Das nächste Bild, bitte. Art Forum ist seit seiner Gründung 1962 die einflussreiche Institution bei der Etablierung gegenwärtiger künstlerischer Positionen. Art Forum arbeitet mit der ganzen Bandbreite aktueller Publikationsmöglichkeiten. Neben dem gedruckten Magazin bietet es eine frei zugängliche Website an, die Sie im Hintergrund sehen, aber auch einen kostenpflichtigen Zugang, eine digitale Version des gedruckten Magazins und intensiv werden die sozialen Netzwerke wie Instagram und Twitter eingesetzt. Die Homepage von Art Forum bietet den Lesern, Nutzern einen Einstieg durch wechselnde Fotografien, die unter dem Titelschriftzug auf Blöcke hinweisen, in denen weiter gelesen werden kann. Die News sind in Form eines ständig aktualisierten Blogs verfasst. Mit ihnen wird das Defizit einer einmal im Monat erscheinenden Kunstzeitschrift ausgeglichen und dem Kunstmagazin die Aktualität einer Tageszeitung verschafft. Das nächste Bild. Der Twitter-Account von Art Forum verstärkt diese Aktualität, indem die Follower mit einem nicht abreißenden Strom von Informationen versorgt werden, zu dem sie auch selbst beitragen können. Auf der Website bietet sich weiterhin die Gelegenheit, das zu veröffentlichen, was interessiert, aber in seriösen Kunstzeitschriften wenig Raum einnimmt. Seen and Heard sind Nachrichten aus der Welt der Kunstkonsumenten und Produzenten, eine Ansammlung verschiedener Textformen, persönliche Berichte aus der Perspektive von Insidern oder Freunden, Interviews oder Gespräche, die mit einer Vielzahl von Fotografien vor allem aus dem gesellschaftlichen Leben kombiniert werden. Da habe ich jetzt leider kein Bild. Gegenüber der seriösen Sprache der Kritik hat auf der Website die informelle Information ihren Ort gefunden. Die mit Video aufgezeichneten Gespräche und Diskussionen, die man ebenfalls dort abrufen kann, zeigen deutlich, wie dominant die orale Kultur auf der Webseite ist. Das nächste Bild. Wenn vor 2 Jahren die Reproduktion von Kunstwerken vor allem in den gedruckten Ausgaben zu finden war, also ich meine damit, ich habe vor 2 Jahren schon mal auf der Webseite von Art Forum intensiv recherchiert. Und da war es tatsächlich so, dass man eigentlich wenig Bilder von Kunst finden konnte und auf das gedruckte Magazin zugreifen konnte. Jetzt ist es aber so, dass eben Art Forum anscheinend dem Beispiel von Contemporary Art Daily gefolgt ist. Nämlich Art Forum hat einen Instagram-Account, auf dem die Bilder aus Ausstellungen gepostet werden. Und Sie sehen es schön im Hintergrund, diese werden von den Nutzern mit Kommentaren versehen, wie zum Beispiel Wow, zu denen visualisieren die Emojis die emotionale Haltung der Betrachter, der Nutzer gegenüber dem Bild. Und das macht wirklich Spaß, da zu schauen, welche Bilder wie kommentiert werden. Und es ist wie so ein paralleles quasi Bildsystem, was sich da auch entwickelt gegenüber dem Bild durch diese ganzen Emoticons. Die Texte auf der Website und in den angeschlossenen Mikroblogs, eben Instagram und Twitter, sind also in einer Schreibweise verfasst, die mit den Überlegungen des Literaturwissenschaftlers und Medientheoretikers Walter Ong verstanden werden können. In Orality and Literacy, The Technologizing of the World hat Ong, also bereits in den 70er Jahren, die Zusammenhänge zwischen der Entwicklung von Sprache, Schreiben und dem Druck untersucht. In einem Kapitel mit dem Titel Post-Typographic Electronics erläutert er, wie sich durch die elektronischen Aufzeichnungen von Interviews, die es verstärkt in den 50er und dann auch 60er Jahren gegeben hat, ganz andere Schreibformen etabliert haben, wie eben Bücher, die auf Interviews basieren oder auch diese neue journalistischen Stile, die es in den 60er Jahren gegeben hat. Und dadurch eben dieser informelle Stil auch in das gedruckte Buch oder die Aufsätze Eingang gefunden hat. Auf die aktuelle Situation übertragen, kann man also sagen, dass mit den Kommunikationsmöglichkeiten in den Netzwerken, mit der permanenten globalen Kommunikation, sich informelle und fragmentarische Schreibstile etabliert haben, die eben hier, wie sich hier zeigt, auch typografisch manifestieren.
Diese Textform findet man auf den Seiten des digitalen Magazins und gerade hier zeigt sich eine entscheidende Differenz gegenüber dem gedruckten Magazin. Die Funktion des gedruckten Magazins ist es, dass die abgebildeten Kunstwerke durch die rahmenden Texte benannt werden, wie banal Bildunterschriften, und in den Kunstdiskurs eingeordnet werden durch die kritischen Texte. In den digitalen Medien stehen neben den Bildern kurze Informationen, schnell, fragmentarisch, nicht unbedingt auf die Arbeit bezogen, die sich in den Netzwerken verbreiten. Diese fragmentarische und informelle Sprache rahmt die Repräsentation von Kunstwerken. Sie werden nicht länger erläutert oder kritisch betrachtet, sondern Teil einer neuen Alltagskommunikation und in die Routine des digitalen Konsumenten eingebunden. Kunst wird sozusagen beiläufig. Das nächste Beispiel. Nächste Bild. Das wird besonders deutlich in den Art Guides, die viele der digitalen Magazine anbieten. Hier können Informationen zu Ausstellungen gelesen, die Galerien oder Institutionen kontaktiert und andere Nutzerinnen und Nutzer auf Ausstellungen hingewiesen werden. Aber vor allem sind die Orte via Google Maps auffindbar. Und so werden die Kunstinstitutionen auch mit den anderen Orten verbunden, in denen sich das konsumorientierte Leben abspielt. Das Ausgehen, die teuren Schuhe und das angesagte Kunstwerk sind Teil desselben urbanen Raums. Das nächste Bild. Treffend visualisiert dies die Werbung für die App des Museums of Modern Art in New York. Und ich habe Ihnen hier eine kleine Bildsequenz eingespielt und jetzt dazu ein paar erläuternde Bemerkungen. Sie zeigt eine junge Frau beim Besuch des MoMA und stellt die Funktionsmöglichkeiten der Anwendung für das iPhone natürlich vor. Als sie vor Van Goghs Sternenhimmel steht, wird die zu hörende Information ausgeblendet und stattdessen tritt die Kommunikation über das Werk in den Vordergrund, die zum Ziel eine Verabredung mit einer Freundin hat. Das können Sie, glaube ich, ganz gut auf den Bildern erkennen, wenn sie dort auf ihr Smartphone schaut und parallel quasi hört, schaut, aber gleichzeitig eben auch diese Nachrichten eintextet. In dem circa eine Minute dauernden Werbefilm wird tatsächlich nur 2 Sekunden, ich habe genau hingeschaut, auf ein Kunstwerk geschaut. Der Rest ist eben Navigation, Kommunikation, Tippen und Blicken auf dieses Smartphone. Nimmt man das nächste Beispiel, bitte? Nächste Bild. Nimmt man jedoch alle Produkte von Artforum in den Blick, stellt man fest, dass sich mitnichten eine Entwicklung abzeichnet, die das gedruckte Magazin obsolet werden lässt. Auf der Website von Artforum bleibt die gedruckte Kunstzeitschrift als relevante, gegenwärtige Größe im Spiel. An zentraler Stelle ist das Cover der jeweiligen Ausgabe platziert, auf deren Inhalte man allein in einem Abonnement Zugriff hat. Diesen Inhalt gibt es zwar auch für das Tablet oder Smartphone, allerdings entspricht die Gestaltung der digitalen Seiten hier derjenigen des Magazins. Und so ist es gestalterisch konsequent, dass die Einstiegsseite der Website durch eine Reihe von Coverabbildungen älterer Ausgaben abgeschlossen wird. Sie sehen unten auf dem Bild, Artforum formiert mithilfe der Cover sein eigenes Museum. Das ist allerdings weniger imaginär, sondern fundamental für die Kunst der Gegenwart, die in den aktuellen Ausgaben verhandelt wird. Das nächste Bild. Artforum aktualisiert mit dieser Gestaltung ein Bildthema, das bereits 1972 auf einem Cover des Magazins zu finden war. Anlässlich seines 10. Geburtstages zeigte Artforum einen Redaktionsraum des Magazins. Zu sehen sind ein unaufgeräumter Schreibtisch, der gemeinsam in einer Kaffeetasse im Vordergrund den Eindruck von kreativer Unordnung vermittelt. Einen Kontrast zu dieser Unordnung bilden die Cover von Artforum. Kunstmagazine öffnen sich also einerseits den sozialen Netzwerken, andererseits behaupten sie, insbesondere Artforum, ihre Funktion als ordnende Institution. Eine entscheidende Differenz zwischen dem digitalen Format und dem Druck liegt hierbei in den sprachlichen Rahmungen. Zuweisungen,
Beispielsweise die Titelgebung gehen im Netz verloren, kritische Bezugnahmen auf Abbildungen verflüchtigen sich durch die Einbettung der Kunstwerke in die allgemeine Kommunikation. Und mir scheint es, dass aktuelle Ausstellungen auf diese Situation reagieren, indem sie verstärkt mit neuen Formen der sprachlichen Rahmung experimentieren. Beispielsweise indem, und jetzt muss ich meinen Heimatstandort Frankfurt ausspielen, eben in Frankfurt, dass eine Ausstellung, die das imaginäre Museum heißt, zurzeit gezeigt wird. Ja. In dieser Ausstellung werden Exponate aus 3 verschiedenen Ausstellungshäusern zusammengestellt. Die Werke sind weder nach Themen noch nach Orten oder historisch geordnet, sondern werden durch Erzählungen zusammengehalten. Bradburys 1953 erschienener Science-Fiction-Roman Fahreneinheit 451 fungiert als Metatext in der Ausstellung, und die Ausstellung an sich ist dann noch durch weitere Romantitel quasi strukturiert, die dann die Zusammenstellung der einzelnen Exponate in den einzelnen Räumen bestimmen. Mir scheint, dass es hier so eine poetische Erzählung gibt, die das strukturierende Moment darstellt, in die man sich einlesen muss und die dann so etwas wie eine Reaktion, so würde ich das sehen, auf diese neuen Formen von sprachlicher Kommunikation mit Kunst verstanden werden können oder über Kunst verstanden werden können. Und damit wäre ich auch am Ende mit meinem kurzen Vortrag. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, wir sind da mittendrin mit den Rahmungen. Also für uns, ich habe das jetzt... in unserer Praxis haben wir das überhaupt noch nicht so bewusst verglichen oder gemerkt, in der Ausstellungspraxis sozusagen, wobei es ja vielleicht in Ausstellungshäusern manchmal ein bisschen, also so 2 Hauptkategorien gibt. Das eine wäre eben die doch immer noch thematische Ausstellung, die wir zumindest bei uns in der Kunsthalle noch haben, und die anderen sind, würde man sagen, eher monografischer Art. Ja? Wobei es hier für mich ganz interessant ist, vielleicht auch im Vergleich, weil da sehe ich schon eine gewisse Änderung auch in der Praxis des Ausstellungswesens, wenn wir mit zeitgenössischen, also lebenden Künstlerinnen und Künstlern zusammenarbeiten, dann, wenn das möglich ist, arbeiten wir wirklich so zusammen, dass diese Künstlerinnen und Künstler auch einen konzeptuellen Anteil haben an der Ausstellungsgestaltung selbst. Oder manchmal ist es de facto eine Installation, die dann hier stattfindet, die in erster Linie aus der Hand oder aus dem Kopf der Künstler stammt. Das ist ein bisschen was, was wir ja auch von Zeitschriften, Sie haben auch Künstlerzeitschriften analysiert und auch aus dem Künstlerbuch eigentlich kennen, also aus klassischen Printmedien, aber vielleicht weniger aus dem Ausstellungsbetrieb. Und wir kennen es natürlich aus dem Internet in gewisser Hinsicht, wo das Individuum oder eben der einzelne Mensch, der sich hier präsentiert, doch mehr sich selbst und seine eigenen Ideen einbringt, als das in der Übertragung eines Printmediums oder anderen klassischen Mediums der Fall ist. Auch im Gegensatz eben zur kuratierten Ausstellung. Oder? Also wenn wir als Institution eine Ausstellung selbst kuratieren, dann sind es primär mal unsere Ideen und Konzepte, die da einfließen, oder wir laden Gastkuratoren ein, das ist dasselbe Prinzip. Ja, und was fällt mir noch ein? Zur Frage vielleicht der Vermittlung, die damit zusammenhängt, wenn Sie von Rahmen, von Textrahmen sprechen. Da sind wir eigentlich, oder wenn man so herumschaut, gibt es immer verschiedene Möglichkeiten, die oft auch gar nicht so erwünscht oder glücklich sind, nämlich das, was im Internet oder in diesen Twitter-Möglichkeiten so gepostet wird oder auch dann etwas interaktiv wird, also diese etwas auch alltagskulturelle Sprache in
die Kunsträume einzuführen. Ja, das kann man höchstens über verschiedene Formate der Führung oder der Vermittlung machen. Aber textmäßig ist das sicher schwierig. Und da nehmen uns diese sozialen Medien etwas ab an der Korrespondenz, obwohl diese Korrespondenz ja in Wirklichkeit auch keine echt interaktive ist, weil wir ja nicht direkt im Gespräch darauf reagieren, sondern wenn da 50 Poster sind, dann liest man sie vielleicht noch durch, wenn es 1000 sind, dann schauen wir sie nicht mehr an, oder? Es ist einfach zu viel. Und ja, also die Frage wäre jetzt, die sehr spannend ist, wie eben diese Beeinflussung oder gegenseitige Beeinflussung sozusagen der Medien, der printmedialen Kunstzeitschriften und der Online-Kunstzeitschriften und des Ausstellungsbetriebes sich etwas verfestigen könnte. Ich habe die Ausstellung in Frankfurt leider nicht gesehen, aber wie Sie es charakterisieren, also der Zusammenhang eigentlich über die Erzählung, ist, glaube ich, schon etwas Neuartiges oder was wir sonst nicht von der Praxis her kennen. Ja, ich hatte auch noch jetzt die Ausstellung kürzlich in Karlsruhe gesehen, die eben Bruno Latour kuratiert hat. Ja. Und es war eben so eine vergleichbare Erfahrung, dass man am Anfang quasi sich das dicke Buch zur Hand genommen hat und dann quasi anhand von einzelnen Kapiteln durch die Ausstellung geleitet worden ist. Und dort sind halt die Bilder vergleichbar zusammengestellt worden, dass sich quasi Erzählstränge begeben und das sich als die Hauptaufgabe der kuratorischen Tätigkeit quasi dargestellt hat. Okay. Und wer entwickelt diese Erzählung? Also das kommt schon dann von den Ausstellungsmacherinnen, oder? Also die Erzählung braucht ja irgendwie ein Buch oder einen Text oder eine Geschichte, die ja, entwickelt wird. Zusammenarbeit mit Künstlern oder Schriftstellern, die quasi in den Prozess dann eingebunden werden. Also ich finde das halt so sehr neue, also interessante neue Verbindungen, die da auch gesucht werden, weil der Kurator dann eben nicht mehr derjenige ist, der sein Fachwissen präsentiert oder derjenige, der quasi die neuesten Trends zusammenstellt, sondern der tatsächlich auch eine sehr eigene Zusammenstellung sucht. Ich meine, das haben sie machen, wird ja schon ganz lange gemacht, dass es so persönliche Zugänge gibt, die aber jetzt eben so Rahmungen durch Sprache erfahren. Und das finde ich ein ganz spannender Punkt, der eventuell in so einer Wechsel- oder in Korrespondenz oder als eine Auswirkung von dieser permanenten Kommunikation, die wir in den digitalen Medien haben, zu sehen ist. Natürlich denke ich da an Film oder Drehbuch, Buch und dazu gibt es dann die Bilder. Kann das unter Umständen dazu oder da eine Konsequenz sein, dass das Bild praktisch ein bisschen zur Illustration eines Textes wird? Das heißt, dass die Arbeiten, die in der Ausstellung zu sehen sind, diesen Erzählsträngen folgen und dementsprechend platziert werden und diese Abfolge dieser Erzählung folgt? Und wo ist dann sozusagen der Hauptstrang? Liegt der in der Erzählung der Bilder selbst oder in dem dahinterliegenden Text? Das wäre auch ganz interessant zu wissen. Weil Sie auch auch gezeigt haben, bei dem Beispiel vor dem Van Gogh, ja, dass also das Bild eigentlich nur 2 oder 3 Sekunden betrachtet wird und die Möglichkeit darüber irgendwie zu interagieren über das Smartphone oder das Internet den weitaus größeren Teil der Beschäftigung unter vielen Anführungszeichen mit dieser Arbeit einnimmt. Das heißt, da wäre ja auch der Subtext offensichtlich oder der Text, der dann selber dazu geschrieben wird, schon im Vordergrund. Ja, aber das finde ich, das ist wirklich ein sehr neues Phänomen, dass eben diese Bilder, also das einzelne Bild, das spielt meines Erachtens eben gar nicht mehr so eine große Rolle. Also gerade Van Gogh, man das kennt irgendwie jeder. Also muss man es fast gar nicht mehr anschauen, sondern das ist irgendwie nur so ein
dass man, weiß ich nicht, in New York in den Central Park geht oder man geht halt mal kurz ins MoMA und guckt, aber eigentlich, ja, es ist auch beiläufig. Mhm. Aber trotzdem geht man ja ins Museum wegen diesem berühmten Original. Also ja, je öfter, glaube ich, diese Bilder produziert oder reproduziert sind, umso bekannter sind sie natürlich und desto eher attraktieren sie interessanterweise das Publikum. Also die Leute gehen ja eher in Museen, wenn dort ein Picasso oder irgendwie ein Rubens oder sowas hängt, der berühmt ist. Also dann gehen sie hin, auch wenn sie gar nicht hinschauen. Das ist, ja. Oder gibt es doch noch diese Aura des Originals, die der Mensch irgendwie kurz einfangen möchte, um dann nachher was anderes zu tun? Ja, das sicherlich. Aber das fand ich jetzt beim Nachdenken über mögliche Auswirkungen eben nicht so spannend. Weil natürlich kann man immer wieder sagen, okay, es gibt jetzt eben diese Bilderzirkulation, diese vielen Texte, die zirkulieren und man muss dann wieder zurückkommen und sag mal, die Aura, wie Sie es gesagt haben, einfangen. Aber dann wären wir ja quasi bei dem alten Modell. Also das ist ja dann mit jeder Medieninnovation kommt ein Aufschrei, es kann reproduziert werden, bei Walter Benjamin haben wir das schon und ja. Dann brauchen wir wieder, ne? Die Aura. Und jetzt beim Digitalen wiederholt sich das. Und das finde ich aber dann nicht so spannend. Mich interessieren in dem Fall tatsächlich mehr, was es für Veränderungen im Ausstellungsmachen dann gibt. Ich komme ja aus dem Magazin, deswegen mich hat erstmal primär auch interessiert, wie das Magazin so auch neu konzeptionalisiert wird eben durch diese digitalen Medien. Aber eben, ich finde, dass sich das gut übertragen lässt, ja. Oder bestimmte Beobachtung auf Ausstellungen. Sie haben sich ja auch viel mit den Produzenten, mit den Künstlern beschäftigt, mit ihrer Identität sozusagen, die ja sie auch stiften über die Arbeiten, die sie ausstellen. Wie sieht das da aus im Verhältnis jetzt? Also ich selbst, wir machen ja hier auch Kataloge und haben dann mit den Künstlern zu tun. Und traditionellerweise ist es doch immer noch so, dass Künstlerinnen und Künstler darauf Wert legen, dass ihre Arbeit möglichst so transportiert wird über diesen Kodex oder was auch immer, ja, über das Medium, dass sie in einer Form rüberkommt oder wiedergegeben wird, die ihren Intentionen ungefähr entspricht. Ja? Also möglichst gute Qualität in der Wiedergabe, sollte schon die Aufnahme gut sein und so fort. Ganz klassisch traditionell. Und auch im beim Hängen selbst muss die Beleuchtung richtig sein und alles soll passen, dass das Werk zu seiner Wirkung kommt. Oder spielt das inzwischen auch keine Rolle mehr für die Künstler? Also ich habe den Eindruck, dass es sehr wohl eine Rolle spielt. Und ich stelle nur diese Frage, weil wir ja uns jetzt als Vermittler auch irgendwo fühlen zwischen dem, was ein Kunstwerk oder eine künstlerische Aussage intendiert als Beitrag für die Gesellschaft, für die Welt. Und wir auch doch uns irgendwie bemühen, dass das rüberkommt, ja, und dieser Beitrag auch wahrgenommen wird und auch kritisch betrachtet werden kann. Ist das ganz schnellen oder ohne inhaltliche Beigabe oder Vermittlung möglich? Und wie ist da das Verhältnis zwischen den Produzenten und den Vermittlern sozusagen und nachher den Usern? Da kann man ja nur noch sagen, User praktisch, nicht mehr unbedingt Betrachter. Wie ist dieses Verhältnis? Wenn Sie mich so fragen, merke ich, dass ich hänge jetzt schon wieder beim Van Gogh im Prinzip, mehr über Beispiele oder mehr im Kopf habe, wie immer Ausstellungshäuser oder Museen mit historischer Kunst umgehen, wo halt quasi die Produzenten ja nicht mehr unbedingt gefragt werden können oder auch müssen, weil das ja quasi auch die Institutionen sind, die ja sehr stark an der Entwicklung auch selbst von digitalen Webseiten arbeiten, auf denen quasi ihre eigene Sammlung präsentiert wird. Mhm. Also jetzt in Frankfurt im Städel gibt es ja auch die Möglichkeit, dass die Nutzer quasi ihre eigenen Sammlungen zusammenstellen können, mhm, auf der Website. Und ich denke, dass
ist nach wie vor, wenn man im Bereich der Gegenwartskunst geht, natürlich das ist ein ganz ausdifferenziertes Feld mit den unterschiedlichsten Konstellationen gibt. Ich glaube, da kann man das gar nicht so, da würde ich auch gar nicht so behaupten, dass Kuratoren quasi diese erzählerischen Momente quasi oder diese Erzählungen mit Erzählungen Werke so stark strukturieren in Ausstellungen. Und ich glaube, dass das eher jetzt für den Umgang mit historischen Arbeiten mehr der Fall ist. Aha. Also als neue Möglichkeit, Kunst anders zu zeigen, neu zu zeigen, die man im Prinzip vielleicht auch schon kennt oder die man zu oft eben gesehen hat. Ja, wobei Sie vorhin ja auch das Phänomen des Interviews, oder man könnte es auch sagen, dann auch in History, auch wenn es zeitgenössisch ist, erwähnt haben. Und dazu gehören ja auch Gespräche mit Künstlern direkt, ja, die nun, wo die Künstler also zu Wort kommen, die Produzenten, das ihnen ja schon ein Anliegen ist, glaube ich. Und ja, also ich frage mich jetzt wirklich als Mensch, der vermittelt und auch gerne mit vorzugsweise mit den Produzenten, Produzentinnen spricht, um der Intention ihres Werks irgendwie näher zu kommen, ja, die ja oft verschlüsselt ist, natürlich verschlüsselt sein muss, aber dadurch, dass wir sie ja vermitteln möchten, sind wir bemüht, also ja, eigentlich schon, direkt die Information, das Wissen sozusagen von den Künstlern zu bekommen. Also ich glaube schon, dass da eine gewisse Notwendigkeit oder auch Bedeutung darin liegt, also mit dem künstlerischen Material nicht allein spielerisch umzugehen, wie ich das so sehen würde, oder daraus eigene Geschichten zu bauen, was ja auch eine schöne Sache ist. Sie haben ja auch über, glaube ich, Montage und Collage und so fort gesprochen. Also die Kunstzeitschriften wurden ja auch immer schon dazu benutzt, oder zumindest seit fast 100 Jahren, von den Künstlern, um wieder neue künstlerische Arbeiten zu generieren, indem sie mit diesem Found-Footage-Material gearbeitet haben, sozusagen. Ja, das ist eine Sache, die über die neuen Medien und diese Möglichkeiten, glaube ich, ja, absolut viel mehr Möglichkeiten hat für den Einzelnen, da kreativ zu werden mit Material, das eben schon vorhanden ist über die Kunst. Und die andere, würde ich sagen, ja, erachte ich als genauso wichtig, und das ist ja auch unser Job als Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker, auch in der alten Kunstgeschichte, dort nach möglichst vielen Quellen zu forschen und zu suchen, dass wir der Intention dieser Arbeit und ihrer Entstehung und ihres Kontextes nahe kommen, soweit wie möglich, um eben das zu vermitteln, oder? Ja, ich will das gar nicht in Abrede stellen. Also ich denke nur, man kann ja gar nicht so ausschließlich sprechen, weil wenn man sich das Feld anschaut, es gibt ja die verschiedensten Möglichkeiten, sich mit zeitgenössischer Kunst in Ausstellungen auseinanderzusetzen. Ja. Natürlich kann man sagen, wenn man eine Retrospektive von einem Künstler macht, dann muss man sich intensiv mit den Werken beschäftigen und auch bestimmte und auch im Gespräch mit dem Künstler. Und aber gleichzeitig gibt es ja, kann das in anderen Bereichen, und darauf hat mein Beispiel auch abgezielt, vielleicht auch viel spannender auch für die Besucher sein, neue Konstellationen und eben durch neue Rahmungen zu schaffen und dadurch quasi viele Einstiege oder Lesemöglichkeiten für den Betrachter anzubieten. Und ich denke, das eine schließt das andere nicht aus. Das sind halt, also für mich in Ausstellungen oder das Ausstellungsmachen ist einfach auch ein großes Feld mit vielen möglichen Konstellationen. Mhm. Und aktuell scheint mir einfach so ein bestimmter Umgang, eben was ich mit diesen Rahmen, mit der Bedeutung von Sprache und Text im Ausstellungskontext bezeichnet hat, etwas zu sein, was so hineinkommt und eben eventuell in einem Zusammenhang mit der Digitalisierung steht. Dass alle anderen Formen des Ausstellungsmachens natürlich nach wie vor wichtig sind und gemacht werden, darum geht es mir ja gar nicht. Ne? Ich will ja auch nicht jetzt ausschließlich sowas machen. Also Sie haben jetzt auch Künstlerzeitschriften erwähnt. Mein Fokus war jetzt
Kunstzeitschrift. Und eine Kunstzeitschrift ist ja, ja tatsächlich ja. ein institutioneller Rahmen, der ganz stark eben auch wirklich Vorgaben macht. Also wenn Sie dran denken, also das berühmte Beispiel ist ja immer den Graham, den man da zitiert, der ja von seiner Galeriearbeit oder über seine Galeriearbeit berichtet hat, dass ein Kunstwerk quasi in der Zeitschrift erscheinen muss, damit es wahrgenommen wird und einen Platz in der Kunstgeschichte erhält. Ja. So. Und das ist ja erstmal eine Funktion von Kunstzeitschriften, ich glaube, die auch alle Künstler wahrnehmen, weil ich glaube, alle möchten gerne in wichtigen Kunstzeitschriften auch besprochen werden, weil es ja ein Ausweis quasi der Qualität, der Relevanz, wie auch immer ist. Mhm. Und diese Zeitschrift, diese Institution, also dieser Raum, der gibt halt dadurch, dass er sich zwangsweise mit den sozialen Netzwerken in Verbindung bringen muss, ein Stückchen an Macht ab. Mhm. Und da passiert eine Dynamik. Mhm. Und diese Dynamik, die interessiert mich. Und das würde ich eben parallel zum Ausstellungsraum auch sehen oder zum Museum. Das ist der Raum, die Hülle, der erstmal eine bestimmte, natürlich, also was im Museum ist, das ist gesetzt. Mhm. Da gibt es bestimmte Ordnung. Und wir als Kunsthistoriker, wir sind dabei, diese Ordnung eigentlich, glaube ich, eher zu zementieren, als sie permanent immer neu zu schreiben. Mhm. Da kann man drüber streiten, wird ja auch viel gerade versucht, auch Geschichten neu zu schreiben. Aber gleichzeitig muss das, oder gibt das Museum auch ein Stück vielleicht Macht ab, dadurch, dass die digitalen Nutzer eingebunden werden. Und man kann sagen, okay, das Museum wird Macht behalten, weil da sind die Kunstwerke, das ist das Original, da ist die Aura. Aber wiederum würde ich sagen, dass das Museum selber ganz stark überdenkt, wie Dinge gezeigt werden, damit die digitalen Nutzer eben das auch über das Original, die Aura des Originals hinaus auch spannend finden. Und eben da scheint mir eben diese Sprache so etwas zu sein, was da vielleicht wieder was bringen kann, was Neues bringen kann, interessante neue Wendungen gibt. So, das war nochmal meine. Ja. So das, was ich versucht, also, dass es auch mehrere Sprachen oder Sprachformen oder Sprachstile, wie Sie gesagt haben, ja. gibt, ja, im Kontext der, ja, auf jeden Fall. Der Vermittlung und der Konversation über Kunst, ja. Wobei zum Thema die Macht der Museen, wir ja schon den Eindruck haben, dass es immer weniger große Häuser gibt, die immer mächtiger werden und eigentlich auch den Markt und die Entwicklung zum Teil mitbestimmen über eine bestimmte Politik und durchaus auch über den Willen oder den Wunsch, möglichst viel Publikum zu haben, was notwendig ist, um auch ökonomisch erfolgreich zu sein. Und das natürlich sehr viel oder eben sehr viel über eine Rahmenlandschaft, nicht Rahmentext, sondern Rahmenlandschaft praktisch organisieren, die so ein bisschen Eventcharakter hat. Und das ist, da gibt es auch, glaube ich, Analysen oder Betrachtungen, dass viele Leute viel mehr Zeit auf der Terrasse der Cafeteria verbringen im Museum, als eben in den Sälen selbst. Und was auch keine Rolle spielt irgendwo, jedenfalls die Besucher kommen dann dorthin. Aber die Macht dieser Häuser misst sich auch ein wenig an dem Potenzial, das sie ökonomisch und auch am Markt, am Kunstmarkt sozusagen, einnehmen. Andererseits gibt es viele kleine Museen, die kaum Besucher haben und die, wenn die öffentlich gefördert sind und die öffentliche Förderung geht stark zurück, was ja zum Großteil der Fall ist, dann gibt es da ein Museensterben sozusagen, parallel dazu. Ja. Das ist eine Entwicklung, die ich nicht so begrüße, weil die eigentlich gegen die Diversität spricht, die wir auch gerne haben und die wir ja hier über die neuen Medien auf der anderen Seite ja durchaus feststellen können. Eine sprachliche Diversität, eine mediale Diversität und auch eine Diversität des Umgangs mit Bildern. Das stimmt, wobei Sie gleichzeitig, also mit der Entwicklung, die Sie gerade beschreiben, ja auch wieder so ein Phänomen des Internets,
quasi ansprechen, indem ihr auch durch die meisten Likes quasi die größte Sichtbarkeit erzeugt wird. Und so scheint es ja auch, dass eine Parallelität in der musealen Landschaft zu geben. Also dort, wo die meisten Attraktionen sind, die bestehen und sind dann so Monolithen und die anderen dürfen dann irgendwie auch mitmachen, aber haben es potenziell schwieriger, ihren Standort. Jedenfalls ist Ihr Hinweis auch dahingehend zu verstehen, dass wir als Museumsmenschen oder Ausstellungsmacher und Institution uns möglichst viele Medien und Möglichkeiten bedienen sollten, nicht? Um auch unser Publikum zu attraktieren, oder? So, also diese Multisprachlichkeit auch aufzugreifen und zu nützen. Ja, ich würde das jetzt nicht so marktstrategisch formulieren wollen, dass ich Sie auffordere, das zu tun, sondern... Nein, wir sammeln nur Ideen hier, auch für uns. Wir denken egoistisch natürlich für unser Haus und auch in diesem Sinn. Ja, für mich war es eher eine Beobachtung, die mir gerade ins Auge gesprungen ist und die ich auch noch nicht ganz durchdringe, aber weiterverfolgen möchte. Ja. Darf ich Fragen an das Publikum stellen? Also ich stelle sie einfach. Wenn jemand etwas einzubringen hätte, wäre das nett. Möchte jemand von Ihnen? Niemand so richtig bereit? Vanessa? Also ich fand eine Beobachtung von Ihnen sehr, sehr spannend, dass quasi die Oberfläche von einem Medium wie Contemporary Art Daily quasi der White Cube von heute sein könnte. Ich habe irgendwie so ein bisschen die Beobachtung gemacht, dass zumindest auf den Fotografien, die dann eben über solche Online-Ausstellungsmedien wie Contemporary Art Daily verbreitet werden, die Ausstellungen tendenziell alle immer gleich aussehen, so als ob es auch so einen Kanon eben der visuellen Inszenierung gibt, den Ausstellungen berücksichtigen müssten. Also man hat immer mehr oder weniger den gleichen grauen Fußboden, man hat, das ist fast schon eine Ausnahme hier mit diesem sehr auffälligen Parkettfußboden, man hat immer bestimmte Fotos und ich habe auch das Gefühl, dass nur Ausstellungen, die eben diesem visuellen Kanon entsprechen, dann auch wirklich eine Möglichkeit haben, dort gefeatured zu werden. Teilen Sie diese Einschätzung? Ja, das scheint mir auch so der Fall zu sein, weil ich das in einer gewissen Weise eine sehr modische Seite auch finde, die eben so eine ganz klare Ästhetik auch hat und bestimmte Dinge können da nicht erscheinen. Und das würde ich eben auch sehr teilen. Das ist so eine sehr starke Einheitlichkeit da stattfindet. Aber da wird der Produzent, den Sie ja eingeladen haben, sicherlich auch detaillierte Auskunft geben können, wie er genau auswählt. Naja, ich würde sogar noch weitergehen und sagen, dass, glaube ich, zum Teil die Galerien auch in voraus einem Gehorsam ihre Ausstellungen so inszenieren, dass sie eben letztlich in dieses visuelle Raster hineinpassen und dann auch gefeatured werden. Weil ich meine, Contemporary Art Daily hat, glaube ich, mittlerweile wesentlich mehr Einfluss gewonnen auf eine jüngere Klientel als die Online-Seite von Artforum. Ja, also das, ich glaube, das hat Michael Sanchez auch analysiert und auch schon beschrieben, dass der sogar so weit geht, dass er sagt, dass die Beleuchtung in den Galerieräumen schon darauf abgestimmt wird, dass die Bilder optimal fürs Internet erscheinen oder optimal im Internet erscheinen und dass quasi die Ausstellung, in der dann die originalen Kunstwerke gezeigt werden, im Prinzip schon durch das technische oder durch die Technologie quasi determiniert wird. Und das finde ich eben auch eine spannende Beobachtung, weil man das ja vielleicht erstmal bei diesem White Cube nicht vermuten würde, weil man das ja dann eher in so eine Tradition stellen würde, in eine Kunst- oder in eine historische Tradition seit den 60er, 70er Jahren. Und diese Verbindung, also diesen Museumsraum auf der Schnittstelle zur Digitalität, glaube ich, da ist Contemporary Art Daily wirklich ein gutes Beispiel, um vielleicht auch die negativen Konsequenzen zu beobachten. Ja,
Dann wünschen wir Ihnen und uns vor allem noch eine hervorragende Arbeit an Ihrem Buch. Wenn das nächstes Jahr herauskommt, sind wir schon sehr gespannt und freuen uns auf ein Wiedersehen, wenn Sie mal wieder nach Wien kommen, und dann können wir live plaudern. Es war heute ein bisschen schwierig durch die technischen Probleme, eigenartigerweise. Ich kenne das so aus den 80er, 90er Jahren, wenn so Ende 80er, 90er so die ersten Telefonleitungen, Scans und so irgendwie aufgebaut worden sind. Dann war das immer sehr spannend. Jetzt viele, viele Jahre später ist das auch manchmal noch so. Ja, das Netz. Dann danke ich Ihnen nochmal ganz herzlich für Ihren Beitrag und das anregende Gespräch und wünsche uns allen noch einen guten Abend. Unsere Ausstellung, die Imaginäre, geht noch weiter.